Nach dem Abriss des Henninger Turms im letzten Jahr klaffte ein großes Loch in der Frankfurter Skyline. Mit dem Gießen des Fundaments wird der Wiederaufbau des Turms in Sachsenhausen jetzt endlich konkret. Bei einem solchen Bauprojekt ist der logistische Aufwand enorm. Die Dimensionen dieser Maßnahme jetzt hier, die sind schon extraordinär. Das sind 5300 Kubikmeter Beton, es sind ungefähr 700 Lkw-Ladungen, die von ungefähr 50 Fahrzeugen im Kreisverkehr immer wieder hierher gebracht werden. Das Ganze dauert 30 Stunden am Stück. Wichtig ist, das Fundament in einem Stück zu gießen. Später muss es nach unten dicht sein und oben die gesamte Last optimal tragen können. Bisher läuft alles ganz gut. Morgen Mittag könnte die Bodenplatte schon fertig sein. Stück für Stück können die Frankfurter ihren Turm nun wieder wachsen sehen. Der Henninger Turm ist ja nicht weg sozusagen. Ja? Wir haben den alten Bestandsturm abgebrochen, weil es ist ein Getreidesilo gewesen, war ja keine andere Nutzbarkeit mehr zuzuführen. Das haben wir lange auch geprüft, das haben wir auch lange untersucht und haben dann auch einen Wettbewerb gemacht, an dem wir dann gesagt haben, primäres Ziel ist, wir wollen wieder den alten Henninger Turm neu erstehen lassen. Gab es ja einen Wettbewerb, den das Architektenbüro Meixner-Schütte-Wendt gewonnen hat. Und wenn Sie sich das Modell auch anschauen, er sieht auch wirklich wieder so aus wie der alte Henninger Turm. Er wird auch wieder ein Fass haben. Er wird auch wieder im 38. und 39. OG eine Aussichtsplattform mit einer gastronomischen Einrichtung haben. Und er wird sicherlich wieder zu einem Landmark werden. Er war immer ein Landmark und wird auch zukünftig ein Landmark sein. Aus dem Henninger Turm wird ein luxuriöses Wohnhochhaus. Mit seinen 140 Metern wohl eines der höchsten Deutschlands. Ende 2016 wird der neue, alte Turm wieder über Sachsenhausen zu sehen sein. So, als ob nie etwas gewesen wäre.